Und das Sierra, folgende Sache, hast du die Nummer von Nico Montana? Es hat gerade wer bei mir im Haus Schwarzwald geklaut. Ian und David Moore sind die einzigen, die wach sind. Die beiden waren es nicht. Und ich habe mir von allen den Namen aufgeschrieben, die vielleicht auf Schlüssel haben. Und die anderen sind alle nicht wach. Und es kann nur Nico Montana gewesen sein. Ja, bitte mal, Schnuckel. Ja, wahrscheinlich hat Nico Bob 250.000 geklaut, ne? Also wenn das stimmt, dann verstoße ich ihn als Sohn und drücke ich den hin, ne? Ja, hey, klar, sowieso. Boah, ist das ekelhaft. Wie kann man so sein? Warum ist das so? Du hast ja auch schon gesehen, an welcher Garage er wieder chillt, ne? An welcher denn? Ja, hä? Wo wir vorhin den Italy abgeholt haben. Weinwood, oder? Weinwood. Ja, klar, der stand da. Das hat mich auch ein bisschen, tat mir auch ein bisschen weh, sag ich dir so, wie es ist. Du halt, weil er zu uns sagt, ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich wirklich so wieder zurück zu Trial und so, keine Ahnung. Ist ein verdammter Heuchler, Alter. Und jetzt steht er da direkt wieder so. Und jetzt klaut er auch noch Bob Geld, Digga, was? Ja. Sonny, ruf mich mal bitte an. Buonasera. Buonasera. Derek kann sich kurz an die Seite stellen. Buonasera. Folgende Sache. Hast du die Nummer von Nico Montana? Ja. Es hat gerade wer bei mir im Haus Schwarzwald geklaut. Ian und David Moore sind die einzigen, die wach sind. Die beiden waren es nicht. Und ich habe mir von allen die Namen aufgeschrieben, die vielleicht auch Schlüssel haben. Und die anderen sind alle nicht wach. Und es kann nur Nico Montana gewesen sein. Echt? Christian, ich glaube, dein Burrito steht noch auf dem Ausbau. 250 km/h Arsch. Die Batterien wurden aber liegen lassen. 61137. So, ist er irgendwo anders schon, in einer anderen Großfamilie oder so? Ist er da? Keine Ahnung, ich muss ihn versuch mal, ist das eben passiert? Jetzt vorhin. Ist der Fick, falls du das auch meinst, dann weiß ich Bescheid. Okay, versuch mal eben, ob er da ist. Ich probier's mal. Okay. Ich melde mich dann im Funk, dass wir nochmal ganz gleich. Jawohl. Ciao. Arrivederci. Ja, bitte, mein Schnuckel. Ja, wahrscheinlich hat Nico Bob 250.000 geklaut, ne? Wie? Ja, Nico Montana. Ja, wie? Ja, im Haus war Geld oder wo auch immer war Geld. Der hat's rausgenommen, weil er Schlüssel hatte und Bob hat sich alle Namen aufgeschrieben, die... Also wenn das stimmt, dann verstoße ich ihn als Sohn und kriege den hin, ne? Ja, hey, ja klar, sowieso. Boah, ist das ekelhaft. Wie kann man so sein? Warum ist das so? Willst du mich verarschen? Du hast ja auch schon gesehen, an welcher Garage er wieder chillt, ne? An welcher denn? Ja, hä? Wo wir vorhin den Italy abgeholt haben? Weinwood, oder Weinwood? Was? Ja, klar, der stand da. War klar, dass er da steht, so. Das hat mich auch ein bisschen, tat mir auch ein bisschen weh, sag ich dir so, wie es ist. So halt, weil er zu uns sagt, ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich wirklich so wieder zurück zu den Trialen, so, keine Ahnung, oder gehe. Verdammter Heuchler, Alter. Und jetzt steht er da direkt wieder so. Und jetzt klaut er auch noch Bob Geld, Digga, was? Ja. Boah, ich bin richtig enttäuscht von dem Kind, ne? Bob hat die Namen aufgeschrieben, der weiß es. Und die sind alle nicht da. Außer Nico wahrscheinlich. Oh Gott, ist das jetzt gerade passiert? Ja, also wenn das stimmt, tschüss mit dem, gell? Ja, klar, hä, sowieso. Ja. Alter, dreckig, ey, was? Mhm. So ist das, ne? Wie man sich im Menschen täuschen kann, wa? Ja. Heftig. Naja, das war's dann mit dem, ne? Uff. Ja. Ich sag dir mal, ich verabscheue dich und verdamme dich aus der Familie Montana, leg den Namen ab. Was die größte Schande, die ich mir ins Haus geholt habe. Mach das. Ich mach da rum. Sowas hol ich mir nicht in mein Haus. Ich will loyale Leute haben. Montana-Name zu tragen, ist nicht jemand zu zinken. Und wenn jemand anfängt zu zinken, wirst du verbannt. Tschüss mit so Leuten. Tschüss. Keine Gnade. Ah, we motherfucking talk, Alter. Na, ich halte dich mal auf dem Laufen. Kann sein, dass es vielleicht sogar jetzt passiert, ne? Jojo, sag mir dann Bescheid, dann knallen wir den weg. Ja. Okay, pass auf, Schatz. Wenn auffällige Aktivität war, werde ich mich dort wieder entfernen. Dann ist das Vertrauen halt weg, so, dann glaub mir nicht. Ja. Yeah. Aber daran kann ich jetzt leider auch nichts mehr ändern.
dass du mir da nicht vertraust. Ja. Ist ab heute auch nicht mehr mein Sohn. Bob? Konntest du schon was rausfinden? Also Nico ist auf jeden Fall da. Nico ist da. Er hat auch vorhin zu mir gesagt, dass er sich bei mir im Haus umgezogen hat. Aha. Und das, was er sagte, er hätte keinen Grund, mich zu zinken, aber es gab schon mal einen kleinen Vorfall. Ja. Und zwar, ich war gerade dabei, meine Geldwäsche unten aus dem Keller rauszuholen und habe mich dann auch sehr stark aufgeregt, dass mein Geld, was da unten drin ist, weg ist. Mhm. Und dann kam Nico auf mich zugelaufen: Bob, ich mach nur Spaß, hier ist dein Geld, und hat mir das Geld zugesteckt. Ah. Lustig. Keine Ahnung. Und er ist halt der Einzige, der da ist mit Ian und mit Ian Lange und Darren Moore. Die beiden sind da, aber ich habe die beide angerufen. Aber ich kann bei denen. Die waschen da, haben da schon so oft gewaschen und haben da auch noch nie mit Scheißen gemacht. Dann kann es nur er gewesen sein, ne? Theoretisch ja. Ich habe alle anderen Nummern gerade angerufen, ist niemand anders von da. Ja, wem hast du alles Schlüssel gegeben? Justin Keane ist nicht da. Thomas Keane ist nicht da. Darren Moore ist da, habe ich angerufen, war es aber nicht. Ja. Rico Hernandez ist nicht da. James Hobbs kann nicht da sein, weil Ausreise. Ja. Ian Lange ist da, war es aber nicht, mit dem habe ich gerade telefoniert. Ja. Murat Aslan ist mein Sohn, ist nicht da. Ja. War auch die letzten zwei Tage nicht da. Marco Tompa. Ja. Weiß ich aber nicht, ob der da ist, aber bei Marco Tompa, der hat bisher auch immer ganz normal gewaschen und ich sag's nur, der ist auch nicht da gerade, sehe ich gerade. Dann okay. Nico Montana und Peter okay. Sauer. Okay. Ja, das passt. Und meine Frau. Und meine Frau ist jetzt gerade das Wach geworden. Okay. Das passt halt voll ins Raster, ne? Das passt halt voll rein so. Er wollte die Familie verlassen, er hat sich nicht mehr wohl gefühlt. Einen Tag später, ich weiß, dass er bei den Triaden schon wieder ist, ne? An der Triadengarage. Alles recht und schön, ich habe ihm auch gesagt, mach was du willst, so, ist nicht schlimm, so, mach was du möchtest, ne? Ich war trotzdem enttäuscht, habe ich gesagt, so. Ich bin überrascht, dass er plötzlich diesen Weg einschlagen will und die Familie verlassen möchte, aber erst... Ich fand es ein bisschen sehr plötzlich, das Ganze. Genau, und seine Worte waren, nee, ich weiß erstmal nicht, wo ich hingehe, ich werde erstmal gar nichts machen. Dementsprechend hat er mich da auch angelogen, ne? Weil... Lost Yakuza Labor. Ja, ich war vorhin, hab mein Itali abgeholt, nee. Hörst du mich? Ja, wir sind ja gerade bei einer Schießerei, großen. Red weiter. War mein Itali abholen und da war er an der Garage gestanden. Mhm. An der Dings. Und er wird den Weg zu den Triaden einschlagen. Das ist auch nicht schlimm, ne, nach wie vor. Aber es passt 1:1. Er geht, 250.000 fehlen. Er hat mich angelogen, dass er nichts einschlägt, erstmal gar nichts macht. Ist heute aber bei den Triaden. Dementsprechend werde ich ihn aus der Familie Montana verbannen, dass er noch ein Flatello von mir zinkt, ihm 250.000 klaut. Ich werde ihn verschwinden lassen jetzt. Ja, ich bin gerade, keine Ahnung, ich bin gerade am Geld sparen für einen scheiß Benzin, weil die ganze Fahrzeuge jetzt weg ist. Das fuckt mich gerade unnormal ab. Ja, ich gebe ihm jetzt die Möglichkeit, dir das Geld zurückzugeben. Er braucht nicht lügen, er war es. Er war es. Es passt halt voll rein. Ja, er braucht nicht lügen, er war es. Und ich möchte mit meinem Namen keinen haben, der solche Taten vollbringt, Bob. Ja, Bonasera, Funkcheck. Da stehe ich voll hinter deiner Seite, ne? Ich mach den Typ weg. Bonasera, Check bestanden. Bonasera. Ich mach den Typ weg, Bob. Ja, ich... Auf jeden Fall vielen Dank. Vor allem, da sprechen sogar alle Indizien dafür, dass da unten Geld draus geklaut wurde, weil es waren sogar noch 70. Ich lege immer 250 Jahre rein und genau 90 Batterien. So viel braucht man ganz genau dafür. Hm. Und es waren 70 Batterien noch drin. Das ganze Schwarzgeld hat gefehlt. Der Banknotencode war noch drin und hinten beim Output war auch kein Grüngeld. Ja, und er hat sich noch bei dir umgezogen, ne? Und er hat sich bei mir umgezogen, das hat er mir gesagt. Bisschen auffällig. Passt alles, Bob, da passt alles. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Es war keiner von den anderen Flatilli, das kann nur er gewesen sein. Ich werde jetzt so einiges in die Wege leiten. Vielleicht mach's jetzt schon, ne? Ich danke dir. Kein Problem, Bob, gell? Gut. Bis dann. Arrivederci. Arrivederci. Ich werde Nico jetzt töten. Ich werde ihn auch aus der Familie verbannen. Es gibt noch so einen schönen Raum, ne? Denk dran. Ja, ich weiß.
aber ich möchte eigentlich alle Fratelli mit einbeziehen. Oh, alle? Ja, natürlich. Ne? Ich gebe ihm die Chance, das zuzugeben und Bob das zurückzugeben. Weil, es trifft halt alles auf ihn zu. Er hat auch bei Bob noch gesagt, er hat sich eben umgezogen gehabt dort. Ja. Und er hat Bob auch einmal Geld rausgenommen und gesagt, hey, Spaß, ich wollte so tun, als würde ich es dir klauen. Irgendwie sowas, ne? Okay. Naja. Du, mit Denno, ich mach da echt nicht lang rum. Ja, ja, ist verständlich. Helf mal kurz mit den Autos, ne? Wie gesagt, wir warten noch kurz auf Bob. Dann kläre ich euch auch auf. Auf jeden Fall traurig, es ist schon traurig. Schade. Alter, bin ich aber mal gespannt. Ich war da 250.000 abwaschen im Haus. Jedoch im Haus selber haben diese 250.000 gerade gefehlt. Das Schwarzgeld war komplett raus und hinten, wo das gewaschene Geld rauskommt, da war auch nichts mehr drin. Ich habe alle Personen, die Schlüssel für das Haus haben, angerufen. Es waren nur zwei Personen da. Das ist einmal der Herr Ian Lange und der Darren Moore. Die beiden haben mir aber versichert, dass sie da nichts rausgenommen haben. Und ich vertraue meinen Fratellos da mehr als einen Herrn Nico Montana, der vor zwei Tagen die Familie verlassen hat. Und ich schon mal einen kleinen Vorfall mit ihm bei mir im Haus hatte, was das Schwarzgeld anging. Und zwar hatte ich das vor zwei Wochen schon mal. Da habe ich auch bei mir im Haus gewaschen gehabt. Bin dann ins Haus gegangen, wollte das Grüngeld, das fertig gewaschene Grüngeld rausholen. Bin dann hinten an den Grüngeld-Slot gegangen, wo halt das Grüngeld rauskommt. Da war aber 0 Dollar drin. Und als ich da richtig rumgeflucht habe im Keller, kam dann Nico Montana auf mich zugelaufen. Hat gesagt, Bob, ich mach doch nur Spaß. Hab mir die 212.500 in die Hand gesteckt. Fand ich schon sehr komisch, weil ich glaube, wenn ich da niemals rumgeflucht hätte, dann hätte ich das Geld auch niemals zurückbekommen. Also ihr dürft mir da nicht böse sein, ich habe bei sowas dann aber ganz schnell einen Tunnelblick und für mich reimt sich eins und eins sehr schnell zusammen und mein Gefühl hat mich nicht oft enttäuscht. Ich brauche da nicht mehr viel Theorien aufstellen, ich brauche auch nicht nur Mathematik hier machen. Für mich ist das Ding klar. Der Junge hat Bob bestohlen. Der Junge hat die Familie verlassen mit einem Schulterzucken. Ich war schon verwundert und habe zu ihm gesagt, mein Junge, was ist mit dir los? Warum und so. Ja, er fühlt sich nicht wohl, er weiß nicht, wo er hingehen will, er hat keine Ahnung, er wird erstmal gar nichts machen, widerspricht sich nämlich auch, denn er findet sich schon an der Weinbutt-Garage auf und ist an den Eiersack von den Triaden. Hat er mich nämlich auch angelogen, so. Und so ein scheiß Mülldreck will ich nicht haben, ganz einfach, mache ich nicht lang rum. Den verbanne ich aus der Familie, aus meiner persönlichen Familie, der soll seinen Namen ablegen, was auch immer. Ich habe auch sowas, dass ich nicht in meinen Reihen. Und ich habe mir auch eine Sache geschworen, ich stehe jederzeit zu meinen Fratelli. Wenn die beklaut werden, versuche ich dann auch wieder das Geld zurückzuholen. Bob, wir versuchen das Geld zurückzuholen, er soll es zugeben. Wenn er es nicht zugibt, verbannen wir ihn, ja? Okay. Kurze Frage, was meinst du mit verbannen? Ja, was verbannen? Der von meiner Familie. Er ist mein Sohn. Ach so, okay. Verstoßen. Verstoßen und Dreck will ich einfach nicht, ne? Okay, fühle ich. Aber sind wir sicher, dass er das genommen hat? Naja, was heißt sicher? Du, ich hab dir ja gerade gesagt, ich stelle jetzt nicht noch hier irgendwie, ich zieh nicht noch nicht noch die Wurzel von 187 oder so. Für mich ist das Ding klar. Ich hab alle Nummern angerufen. Ich hab alle Nummern angerufen, die dafür einen Schlüssel haben. Es waren insgesamt drei Personen da: Ian Lange, Darren Moore und Nico Montana. Und meine Frau hat auch einen Schlüssel, aber die ist kurz dann, die ist erst vorhin aufgewacht. Und da habe ich das schon erledigt gehabt. Was noch mit für die Sache spricht tatsächlich, er hat sich auf Pump, hat er sich Bestand gekauft, er hat über 2 Millionen Schulden, das weiß ich, weil ich bei dem, wo er Schulden hat, bekomme ich regelmäßig Anrufe, dass er sich Sorgen macht, dass er kein Geld wieder kriegt, weil er seit 2 Monaten nicht einen Cent gesehen hat. So, und dann klaut man halt mal eben was und hofft, dass es nicht auffällt und denkt, man kommt damit durch. Das ist einfach so. Ne? Wie gesagt, für mich ist das Ding durch, klar. Wir würden ihn jetzt eben zum Anwesen locken, bei mir, haben wir jetzt uns gedacht. Und ja, ihr stellt euch dann hin, macht die Tür zu, ich kläre euch da gleich auf. Dann legen wir den einfach um, wenn er es nicht zugibt, ne? Und was ist, wenn er es zugibt? Wenn er es zugibt, wenn er es zugibt, lass ihn gehen. Und Bob kriegt sein Geld. Wir versuchen das auch, ne? Okay. Aber er wird es nicht zugeben. Ich kenne ihn.
zwei Schaffner stellen sich einmal links ans Tor, einmal rechts. Der Rest bleibt einfach da stehen. Er wird durchs Tor gehen und das Tor wird sofort zugehen. Er wird nicht mehr rauskommen, ne? Alles gut. So ist der Plan.